Hey Leute, willkommen zum allerersten Video zu Madden NFL 23, weil ja am 9. September die Season gestartet ist und das allererste Spiel hier gespielt wurde, die Buffalo Bills gegen die Los Angeles Rams. Die Bills haben übrigens 31 zu 10 gewonnen gegen die Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams waren zu Hause im SoFi Stadium. Und deswegen werden wir jetzt hier mit den Rams gleich spielen. Und es kommt zwar ein bisschen verspätet, weil ich hatte ja immer das Madden NFL Wochenende. Und so lange, wie ich hier noch die Testversion spielen kann, solange wie meine 10 Stunden noch nicht verbraucht sind, weil ich das Spiel noch gar nicht mir geholt habe, versuche ich so viele Videos noch für die Freitagsspiele aufzunehmen und für den Franchise-Modus. Und dann irgendwann, wenn das Spiel billiger ist oder ich das Geld dazu habe, hole ich mir dann die Vollversion. Und bevor wir loslegen, könnt ihr gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken für günstig Games und Guthaben. Dazu findet ihr in der Videobeschreibung und ich bekomme 3% eures Einkaufswerts gutgeschrieben. Da könnt ihr euch zum Beispiel hier Guthabenkarten holen. Da kriegt ihr das Spiel zum Beispiel günstiger, wenn ihr das haben wollt, digital. Oder ihr schaut bei meinem zweiten Partner vorbei, bei Gamer Gears. Da bekommt ihr 15% Rabatt mit dem Code Assassin auf Gaming-Klamotten. It's Madden NFL 23, and tonight's clash of conferences is just moments away. It's the Buffalo Bills and the Los Angeles Rams on Thursday night primetime. EA Sports coverage of the National Football League is on the air. Tonight, it's the Thursday opener for the new NFL season between the Buffalo Bills and the Los Angeles Rams. Excellent kickoff to the 2022 NFL season between the Buffalo Bills and the defending champion Los Angeles Rams. And let me echo your words. It is an excellent kickoff to the 2022 season because it's a special night. It's opening night. We play it on a Thursday. But how about this? The first time either one of these teams has played in this NFL opener since it was moved to Thursdays in 2002. And we know why the Rams are here. They won the Super Bowl last year. Buffalo, they're here because they're exciting. They are the favorite in the AFC. And remember, with the overtime rules of last year, they might have been the team to get there if the overtime rules were existing then. So let's look forward to a great opener here. I'm excited. I know you are. Let's do this. Genau wie ihr es mitbekommen habt, sind nämlich die Los Angeles Rams Super Bowl Champion geworden. Für die, die es nicht mitbekommen haben, für die, die American Football, die NFL, nicht so sehr verfolgen. Und hier sehen wir das Rating von unserem QB, von Stafford. Und dann wollen wir doch mal hier loslegen mit unserem ersten Play. Wenn ich hier mal reinkommen darf, sehr schön. So, wir fangen mal klassisch hier mit einem Pass an. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier gleich, wenn es gut geht, ein neues First Down erzielen können. Und noch nicht ganz ein neues First Down, aber 2001. Das ist sehr nah dran am neuen First Down. Deswegen packen wir jetzt hier den Run aus und versuchen doch mal hier durch den Run das zu bekommen. Und das haben wir perfekt hinbekommen. Sehr schön. Schon mal zwei gute Spiele hier. Ein guter Anfang. Ein guter Auftakt bis jetzt. Und jetzt machen wir mal so einen langen Pass.
Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Natürlich habe ich Madden NFL lang nicht mehr gespielt. Muss mich erstmal hier wieder einfinden. Aber das werden wir schon hinkriegen. Und das war ein schöner, sicherer Pass. Machen wir jetzt mal hier wieder einen Run hinterher. Natürlich, weil wir hier zu Hause spielen, haben wir auch mehr Momentum. Haben 3 Slots statt die Gegner, die Buffalo Bills, die haben ja nur 2 Slots. Oh, und wir sind jetzt schon bei 4. und 2. Spielen wir das aus oder punten wir? Ich würde mal sagen, wir punten. Wir haben ja noch genug Zeit. Und standardgemäß sind hier 6 Minuten eingestellt pro Quarter, habe ich gesehen. Ich habe ja sonst immer mit 7 gespielt, aber egal. Das wird sich dann für das nächste Spiel ändern. Und dann wollen wir doch mal schauen, was wir denn jetzt mit unserer Defense erreichen können. Aber hier ist erstmal Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills. So, kurze Besprechung da. Das überspringen wir mal. Und dann packen wir doch mal eine Cover 3 aus. Mal schauen, ob wir sie stoppen können oder nicht. Da kommen wir schon mal durch. Und Interception. Sehr schön. Und sofort haben wir den Ball wieder. Das ist sehr schön. Die KI-Schwierigkeit müsste auch eigentlich hier auf Pro eingestellt sein. So, werfen wir mal hier einen sicheren Pass. Ich hätte natürlich wieder hier ein bisschen auf Risiko gehen können. Aber wir haben hier jetzt den Ball. Wir können hier scoren, solange wie wir ein neues First Down erreichen, was wir jetzt erreicht haben. Und wie es die Kommentatoren schon gesagt haben, dank der Interception haben wir eine gute Field Position. Also wir sind nicht so weit weg vom Touchdown. Und schade. Da hätte ich jemand anderes auswählen sollen. Jemand anderes anspielen sollen, aber egal. Wir kriegen das schon hin. Wir wollen das Spiel natürlich auch spannend gestalten und halten. Oh, und da hat er den Ball gerade noch so wegbekommen. Oh, und eine Verletzung. Das ist nicht so gut. Auch noch ein Spieler von uns, die Nummer 54. Floyd. Ah, gar nicht gut. Somit ist unsere Defense ein bisschen geschwächt jetzt. Aber wir sollten das hoffentlich trotzdem noch hier gut hinbekommen. Haben sie das neue First Down? Ja, haben sie leider hinbekommen. Machen wir mal den Blitz. Mal schauen, was jetzt hier die Offense macht. Von den Buffalo Bills. Da haben sie sich nochmal umgestellt. Aber das hat denen nichts gebracht. Nur 2 Yards ging es nach vorne. Und wir tauschen aus, würde ich mal sagen. Packen wir jetzt eine Cover 6 aus. Nimm mal Robinson. Ja, das wird ein Pass. Das wird ein Pass. Ah, kann er sich da freilaufen? Ja, kann er. Und bevor wir ihn sacken, wirft er den Ball einfach irgendwo hin. Das ist schlau gemacht von ihm. Natürlich werden da noch irgendwie Tipps angezeigt. Oben links. Oh, und da ist er schon wieder in der Bredouille. Schmeißt den Ball irgendwo hin. Oh, den hätten wir beinahe aufgefangen. Und somit müssen die Bills jetzt punten. Oder machen sie einen Fake? Nee, sie punten. Und jetzt haben wir natürlich wieder gleich eine gute Position hier auf dem Feld. Wollen wir doch mal gleich hier mit einem Run starten. Und dann mal gucken, was wir denn so hier erreichen können. Oh, da ist die Seite schön frei für uns. Nice.
6 Yards gelaufen. 6 Yards Raumgewinn. Und jawohl, neues First Down. Und mehr. Über die First Down-Linie gekommen noch. Ich bin natürlich gespannt, wie die zwei Teams noch die weiteren 17 Season Games bestreiten. Weil es gibt ja insgesamt 18 Spieltage in der Regular Season. Und dann geht's natürlich in die Ausscheidrunden, in die Playoffs. Und dann die zwei Teams, die jetzt letztes übrig bleiben, treten dann halt gegeneinander an im Super Bowl, der im Februar stattfindet. Es gibt sogar dieses Jahr noch im November das allererste American Football Spiel hier in Deutschland, nämlich in Bayern, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Da habe ich leider aber keine Tickets bekommen und da kam die Interception. Da hätte ich wieder jemand anderes anspielen sollen, aber nun gut, egal. Es ist ja hier noch alles offen in diesem Spiel. Mal gucken, ob wir ihn sacken können. Das sieht gut aus. Ah, schade. Hat den Ball da noch wegbekommen. Mal schauen, was sie jetzt hier als nächstes machen. Ein Run machen sie. Ein Fake Run. Oh, Gott sei Dank. Konnte er den nicht fangen. 3. und 10 jetzt. Für die Bills. Oh, da ist er wieder in der Bredouille. Und jetzt haben wir wieder den Ball. Noch 4 Minuten 40 auf der Uhr. Hier in der ersten Hälfte des Spiels. Und da kommen wir leider nicht weit. Hier hätten wir noch X drücken können, X spammen können. Vielleicht wären wir noch ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Aber auch nur ein bisschen. Mal schauen, sicherer Pass ist hier bei X. Und dann steigern wir doch mal hier so ein bisschen unser Momentum. Da haben wir jetzt was Neues freigemacht für das Spiel hier, was die Gegner beeinflusst. So, dann rennen wir mal für 8 Yards. Sehr schön. Und setzen doch gleich mal einen Run hinterher. Ich versuche gerade hier im Spiel so eine gesunde Mischung aus Run und Passplay hinzubekommen. Oh. Boah. Und da wurden wir zurückgedrängt. Aber es hat trotzdem fürs neue First Down gereicht. Wir packen jetzt hier mal wieder einen Pass aus, würde ich sagen. Die Gun. Und gleich sind wir auch in der Two-Minute-Warning. Dreieck ist schön frei. Und ein neues First Down für uns. Okay. Wie der gerade einfach hingefallen ist, random, von den Bills. Gleich sind wir hier auch bei der Two-Minute-Warning angekommen. Und da kommen wir nochmal gut durch mit dem Run. 2. und 3. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier kein Risiko ein, machen noch das eine Play vor der Two-Minute-Warning. So, und da haben wir es. Das neue First Down. Wir machen mal das Passplay hier. Und dann schauen wir doch mal, was wir jetzt so reißen können. Ob es für den Touchdown reicht oder nicht. Und erster und Goal. Fast der Touchdown für uns. Ich würde mal sagen, wir rennen jetzt hier zum ersten Touchdown.
hier im ersten Regular Season Game. Und da ist er! Sehr schön! Wurde von Cam gemacht. Cam Akers. Und ich würde mal sagen, wir kicken. Wir gehen nicht auf die Two-Point-Conversion. Wir gehen auf den sicheren Extrapunkt, auf den Kick. Und somit 7:0. Ein One-Score-Game jetzt. Mal schauen, ob die Buffalo Bills jetzt noch punkten können vor der Halbzeit oder nicht. Wir wollen natürlich alles verhindern. Rennen die jetzt? Nee. Rennen nicht. Mal gucken, ob wir die Offense von den Buffalo Bills jetzt stoppen können oder nicht. Natürlich haben wir beide noch unsere drei Timeouts. Oh, und da konnten wir ihn gut umschmeißen. Und zweiter und Inch. Kein neues First Down, aber das werden sie jetzt bestimmt erzielen. Wenn sie sich nicht komplett dämlich anstellen. Ja, machen einen Pass. Ich hatte da ein Runplay gemacht. Fast die Interception da gewesen. Wieder für uns. Holen wir mal Cover Free raus. Mal schauen, was sie jetzt machen. Wieder ein Passspiel. Und da haben sie das neue First Down. Jetzt wollen sie sich natürlich hier schnell aufstellen. Oh! Oh! Das war knapp. Und haben damit die Playclock angehalten. 2010 jetzt. Oder machen sie einen sicheren Pass, aber kommen da nicht weit, oder? Ah, doch. Kommen da weit. 3. und 1. Wer weiß, ob sie noch hier in Field Goal Reichweite kommen oder nicht. Damit sie dann wenigstens 3 Punkte hier erzielen können. Und der hat den Ball verloren. Und sie punten. Keine Punkte für die Bills hier. In der ersten Halbzeit. Und der ist schön im Ausgelandet. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht noch punkten können. So, machen wir ein Passspiel. Wir können ja hier unsere ganzen 3 Timeouts ja noch verbraten. So, erstmal neues First Down für uns. Da haben wir eine Wiederholung, die ich aber nicht sehen möchte. So. Machen das eine Play und dann holen wir sofort eine Timeout raus. Neues First Down und Timeout. Damit hier die Zeit nicht weiterläuft. Das hätten die Gegner auch machen können. So, wo werfen wir denn als nächstes hin? Er ist frei. Ah, schade. So, 2. Timeout von uns. Ich versuche zumindest noch hier in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Gute Anspielstation hier. Ah, oh. In der letzten Sekunde noch das Timeout rausgeholt. Und wir probieren das Field Goal aus 54 Yards. Oh, kriegen wir das hin? Ah, könnte klappen. Das klappt. Sehr schön. 10:0. Gehen wir in die Halbzeit rein. As we are off to Orlando now to check in with Jonathan Coachman at our EA Sports Halftime Report. Coach? All right, Brandon, good to get another season underway. We'll get back to you guys for the second half of the season opener. But first, let's take a look at what's still to come here in the opening weekend of the NFL season.
Plenty of good matchups in that 1 o'clock Eastern window. It'll be noon at Soldier Field in Chicago, and a big test for the Bears, as they'll have to contend with the San Francisco 49ers. More good stuff later in the afternoon, one being down in the desert, where it'll be the Cardinals at home in Glendale, taking on the Kansas City Chiefs. Then on Sunday night, a good one to start the season, the Bucks and Cowboys from Jerry World. With that, let's take a look at the next-gen stats for Buffalo in that first half, and they will need to get this passing game in gear because they did not do much of anything in that first half, and it's why the scoreline is what it is. It looks like we'll have to wait another week to get our first halftime report of the season as we move right along to the second half. Ich habe mir gerade so gedacht, so ernsthaft? Die Verbindung verloren? Alles klar. So, dann wollen wir doch mal. Ich habe mir übrigens nur zwei Spiele angeguckt von der Regular Season. Das Game hier, die Buffalo Bills gegen die Rams, als sie das ausgetragen haben, habe ich total verschwitzt. Ich habe mir das Game, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys, angeguckt. Meine Lieblingsmannschaft, die Buccaneers, haben da gewonnen. Und natürlich habe ich mir am nächsten Tag die Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks angeschaut. Und ich muss sagen, das Spiel war sauspannend. Währenddessen wir den Sack rausholen. Die Seattle Seahawks haben 17 zu 16 gegen die Denver Broncos gewonnen. Also sehr, sehr knapp war das da. Das letzte Regular Season Game in der allerersten Woche. Oh, und da kommen wir wieder sehr gut durch. Da ist der zweite Sack. Donald mit dem zweiten Sack hier. Und somit haben wir hier den Ball im dritten Quarter. Und haben auch eine gute Field Position hier. Konnten nicht zu weit kicken, punten, wie sie es gerne gehabt hätten. So, wen spielen wir denn hier an? Wer steht denn hier frei? Okay, das war ein bisschen zu kurz geworfen. Da haben wir aber auch ein bisschen zu lange gewartet, bis wir hier den Spielzug vollziehen. Okay. Ich konnte mich da gerade nicht entscheiden. Werfe ich, renne ich? Ich glaube, wir müssen punten, wenn wir jetzt das nicht zu einem First Down ummünzen können. Ah! Ja, ich hätte mir eine bessere Anspielstation suchen sollen. Aber nun gut, egal. Wir haben eine gute Führung. Das ist ein Two-Score-Game bis jetzt. Also alles gut. So, heb mal den mal auf. Somit müssen sie da jetzt starten. Die Buffalo Bills. Mal gucken, ob wir jetzt zwei Punkte hier rausholen können. Wenn wir den Quarterback von den Bills sacken zum Beispiel. Und kriegen wir es hin? Jawohl! Sehr schön! Nice. Somit sind wir hier wieder in einer guten Field Position unterwegs. Und ich glaube, die KI ist hier ein bisschen schwach eingestellt. Aber ich habe noch nicht die richtige Schwierigkeit gefunden. Währenddessen ich hier die Karma-Klatsche kassiere. Wegen einem dummen Passspiel. Oh Mann. Aber jetzt haben wir wieder den Ball. Und können das wieder zum Guten wenden. Natürlich fast unser ganzes Momentum jetzt weg. 12 zu 7 steht's jetzt.
Einfach nur lost gerade in dem Moment. So, das rennen wir nicht. Damit wir hier hoffentlich eine bessere Field Position haben. Wir fangen hier mit einem Run an. Mal schauen, was wir jetzt hier so Schönes erreichen können. Ah, da laufen wir gegen unsere eigenen Leute. Natürlich nicht so gut. Das ist nicht so vom Vorteil. Er läuft sich schön frei. Und tritt on Inch. Fast das neue First Down. Und jetzt müssen wir es über die Linie bringen. Dritter und Inch. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Ja, da ist schön frei und da haben wir es. Machen wir doch weiterhin mit einem Run. So, wo ist hier schön frei? Da ist schön frei gemacht worden von uns. Und wir hätten da vielleicht noch links weiter rennen können. Machen wir weiter mit dem Passspiel. Währenddessen die Zeit immer weiter hier runterläuft. Ah! Verdammt, egal. So. Rennt sich da einer gut frei? Nein! Wieder ein Spielfehler von mir. Falsche Entscheidung getroffen. Mal schauen, ob wir die Bills jetzt hier wieder stoppen können. Aber unsere Defense ist eigentlich sehr, sehr gut hier aufgestellt. Oh! Gott sei Dank hat er den nicht gefangen. Weil der hätte da zum Touchdown spazieren können. So leicht. Oh, er bereitet hier wieder irgendwie einen Pass vor. Wieso hat den niemand gedeckt? Das habe ich aber auch irgendwie nicht gesehen. So, machen wir mal die Man-Formation. Okay, der rennt da wieder. Und er verliert den Ball. Gott sei Dank. Wir können den Quarterback der Bills schön unter Druck setzen. So, wir wählen mal hier eine Cover 3 aus. Dritter und 6 jetzt für die Bills. Und das dritte Quarter ist vorbei. Da sehen wir die Stats. Die sehen irgendwie auf beiden Seiten nicht so gut aus. So, wieder dritter und 6, beziehungsweise immer noch. Mal gucken, ob wir den Drive jetzt hier stoppen können. Von den Bills oder nicht? Ah, können wir leider nicht. Und wenn sie jetzt hier einen Touchdown erzielen, die Bills, dann sind sie natürlich in Führung mit einem Punkt. Und wenn dann noch der Extrapunkt gut ist, führen sie mit zwei Punkten. Aber so weit denke ich hier noch nicht. Zweiter und 5. Jetzt drehen sie hier auf, die Bills. Und haben auch gleich hier das erste Momentum für sich. Also gerade sieht es gut aus. Gut. Gott sei Dank ist er nicht gut angekommen, der Ball. Wurde außerhalb des Felds gefangen. Ui, stopp den! Jawohl! 4. und 12. Oh, eine Verletzung bei den Bills. Und ich kann nie ein Field Goal hier stoppen. Oder, ah, da hätte ich jetzt Viereck drücken sollen. Und Gott sei Dank hat er nicht getroffen. Er wurde irritiert von uns sozusagen. Oder wir konnten es so ein bisschen abblocken.
Mal gucken, wie wir jetzt hier diesen Drive so gestalten. Wir können uns natürlich jetzt aller Zeit der Welt lassen. Und das war ein sehr, sehr schöner Pass von uns. Da haben wir wieder die Fans auf unserer Seite. Das Momentum ist wieder bei uns. Gut, da sind wir für ein Yard gerannt. Auch wenn ich das eigentlich nicht vorhatte, aber egal. Er steht schön frei hier. Das nehme ich natürlich dankend an, noch wenn es nur 3 Yards waren. Und jetzt müssen wir hier einen First Down erzielen. Und da haben wir es! Oh nein! Fumble! Und jetzt haben die Bills den Ball, so wie es aussieht. Gucken wir uns die Wiederholung nochmal an. Ja, die Bills haben den Ball. Oh nein. Aber das war eine sehr komische Animation gerade. So, jetzt müssen wir hier die Offense stoppen mit unserer Defense. Wir müssen uns hier so ein bisschen mehr konzentrieren und da ist die Interception! Ah, ich habe 4 gedrückt, sonst hätten wir wahrscheinlich zum Touchdown durchrennen können. Und das wären Pick 6 dann gewesen. Aber somit können wir uns jetzt hier aller Zeit der Welt lassen. Wir haben eine Führung. Und jetzt bloß nicht wieder den Ball verlieren. Wir haben eine kleine Führung von 5 Punkten. Die sollten wir jetzt im besten Fall nicht verspielen. Schmeißen wir hier mal drauf. Und das müsste erster und Goal sein. Jawohl. Packen wir jetzt mal einen Run aus. Aber erstmal 2-Minute Warning. Wir müssen jetzt unbedingt einen Touchdown erzielen, damit wir auf Nummer sicher gehen können, dass hier wir das Spiel noch gewinnen können. Oh, und die Bills nutzen das erste Timeout. Okay. Natürlich kommt es jetzt auf uns an. Und da ist leider nicht frei für uns. Dritter und Goal jetzt. Zweite Timeout von den Bills. Die können ruhig ihre Timeouts verbraten. Wir machen jetzt hier mal ein Passspiel. Unsere letzte Hoffnung. Ah, und da werden wir leider gesackt. Da habe ich zu lange gewartet. Drittes Timeout von den Bills. Und jetzt, und uns bleibt jetzt nur noch ein Field Goal übrig. 25 Yards. Das müssten wir doch hinkriegen. Und somit führen wir mit 8 Punkten. Jetzt brauchen die Buffalo Bills einen Touchdown und eine 2-Point-Conversion, um gleichzuziehen mit uns. Weil ein Touchdown bringt 6 Punkte und die 2-Point-Conversion, wie es schon im Name steht, geschrieben, sind das 2 Punkte. Mal schauen, was die Offense von den Bills jetzt noch hier so raushaut. Auf alle Fälle ein Passspiel gerade und da kam man nicht ran. Man 3 Deep machen wir mal. Noch nie ausprobiert. Machen wieder ein Passspiel, der kommt an. Dritter und 4. Die Bills natürlich
keine Timeouts mehr zur Verfügung. Und da haben wir die Bills wieder gestoppt, so wie es aussieht. Nee, doch nicht. Ich habe mich getäuscht. Aber das Ding müssten wir eigentlich gewonnen haben. So. Den haben wir schön gestoppt. Stellen sie natürlich wieder so schnell wie es geht hier auf. Ein bisschen wild das Spiel und die Interception. Und jetzt haben wir endgültig das Spiel gewonnen. Jetzt können wir auch meinetwegen abknien und das Spiel somit beenden. So, jetzt lassen wir erstmal die Zeit laufen. Machen jetzt hier ein zweites Mal das Abknien. So. Und jetzt nur noch die 30 Sekunden abwarten. Und dann haben wir hier unser allererstes Spiel in Madden NFL 23 gewonnen. Noch 15 Sekunden. 15-7 haben wir gegen die Buffalo Bills gewonnen. Und somit steht das Ergebnis jetzt fest. Schwarz auf weiß ist es geschrieben. Da steht's nochmal. 7-15 für uns. Nochmal die Ergebnisse. Meanwhile, for Buffalo, they obviously fall to 0-1 with the defeat, and they'll be at home next week for a date with the Tennessee Titans. So, gehen noch die Stats so ein bisschen durch. Kein Score. Hier sehen wir es, dass wir 10 Punkte gemacht haben im zweiten Quarter. Im dritten Quarter 2 Punkte von uns. Die Bills, der erste Touchdown. Und dann im vierten Quarter wir mit einem Field Goal. Und natürlich keine Overtime. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das erste Video hier von Madden NFL 23 gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.